So, hallo und willkommen bei Modellbau 126. Endlich mal wieder ein Video nach langer Abstinenz, ich weiß. Das, was ihr da seht, ist mein neues Hobby. Ich habe mir ein Motorrad gekauft und natürlich auch den Führerschein gemacht, sonst dürfte ich das Ganze ja nicht fahren. Aber darum soll es eigentlich heute nicht wirklich gehen, sondern eigentlich geht es mir um den Auspuff. Ja, das ist der Standardauspuff, der soll heute ab. Dafür kommt ein Exil. Auspuff verbaut und ja, ich war vorhin noch Reifen wechseln. Ich habe jetzt niegelnagelneue Reifen drauf. Ich weiß, sie sehen dreckig aus. Ist auch kein Wunder, weil ich bin gerade durch den Kies damit gefahren. Deswegen sind die ein bisschen schmutzig, aber das macht gar nichts. Die werden auch ganz schnell wieder sauber. Ja, egal, wollen wir nicht vom Thema abschweifen. Es geht um den Auspuff. Den baue ich heute ab und ersetze ihn durch den Exil. Und ich mache jetzt einfach das Video auch mal für mich. Das ist also ein bisschen wackelig mit der Handykamera. Ja, ich mache das Video, wie gesagt, für mich, damit ich einfach auch höre, wie der Ton sich verändert. Ja, Sportauspuff gegen Standardauspuff. Ich mache jetzt einfach die Maschine mal an und gebe dann mal so stoßweise ein bisschen Gas. Einfach um zu sehen, ja, was passiert. So, schauen wir mal. Der Gang ist raus. Perfekt, dann können wir starten. Ne, ich lege euch kurz beiseite, ich muss nämlich die Kupplung ziehen, sonst geht's nicht. So, da bin ich wieder. Maschine läuft. Ich fahre ab und zu haben mit den Fingern vorbei. Das liegt einfach daran, dass ich umgreifen muss. Hilft nichts. Okay, Standardauspuff, Standard Sound. Klingt ja mal nicht so schlecht, ne? Ich bin ja recht zufrieden mit dem Standardauspuff. Aber ich finde ihn relativ groß. Und wollte den abhaben. Jetzt habe ich mir den Exil halt, wie gesagt, gekauft. Baue den jetzt an und dann geht das Video weiter. Ich bin wieder da. Wie ihr seht, der Auspuff ist umgebaut. Hat jetzt 3-4 Minuten gedauert, circa. Ist kein großes Ding. Man löst unten einfach nur hier die Schelle und oben die Schraube gelöst, alten Auspuff ab, neuen dran, erledigt. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für einen Soundcheck. So, ich lege euch nochmal kurz beiseite, damit ich das Maschinchen wieder anmachen kann und dann geht es weiter. Oh ja, klingt viel dunkler wie vorher, habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, wie es sich anhört. Gefällt mir doch recht gut. Ja, scheint ganz guten Sound zu machen. Das probiere ich doch gleich mal auf der Straße aus. Drehe ich mal eine kleine Runde. Ist natürlich richtig winzig gegen das Original, wenn man das so sieht. Schaut aus, als wenn irgendwas fehlt. Auch gewichtstechnisch. Absoluter Hammer. Ja, ich wohne in Garmisch, aber das ist ja egal. Ich glaube, ich muss das Kennzeichen noch ausblenden. So, dann sage ich vielen Dank und ich hoffe, dass ich bald wieder mal Zeit habe, ein Video zu machen. Das hier ging ja relativ schnell jetzt. Ja, in letzter Zeit habe ich halt wirklich sehr, sehr wenig Zeit gehabt. Auch das Projekt mit der Rennstrecke ist gestorben, das werdet ihr euch schon gedacht haben. Naja, wenn es interessiert, vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video. Also in diesem Sinne, viel Spaß noch. Ciao.